Voll schön. Richtig friedlich. Endlich Urlaub. Ich filme. Wir sind gerade Für erst Blumen angekommen. und er hat schon 3 Mückenstiche. Das Hast sie ist nicht mal nicht okay. gesehen. Das ist echt krass, denn ich habe noch keine einzige Mücke gesehen, nur lustige Vögel. Hast du schon gefilmt, wo unsere Toilette ist? Highlight. Ja, ich habe es erzählt. Sowas. Das weiß ich auch nicht. Espresso-Maschine, Schrank und da geht's raus zum Bad. Lustig. Bart. Das Bad ist komplett draußen, ist ein bisschen seltsam. Aber naja, mal was anderes. Hier geht's zum Strand. Ist die Villa und der Gazebo. Hier geht's runter. Ist echt nass, ich hoffe, ich rutsche nicht aus. Da ist unser Haus. Ich bin im Pool zum ersten Mal und gehe das Risiko ein, dass ich mein Handy versenke. The House. Und der Urlaub fängt gerade erst an. 3 Wochen. Es ist so geil. Es war so viel Arbeit dieses Jahr und für mich ist irgendwie entspannt noch so was. Aber ich bin sicher, das kommt schon noch. Erstes Dinner. Du darfst auch essen. Ich Ich habe bin hier so nur. viele Snacks gegessen, ich bin jetzt wahnsinnig. Wir haben Snacks mitgenommen, das war mal klug. Peterbrot kommt noch. Hier ist ein Pool. Man erkennt ihn nicht wirklich. Er ist voll klein und jeder hat doch in seiner Villa auch einen Pool. Irgendwie macht es gar keinen Sinn, dass hier einer ist. Da draußen ist das Meer, aber man erkennt gar nichts, es ist Nacht. Octopus Curry. Geil. Curry ist auch auf den Seychellen ein Nationalgericht. Itchy hat ein Steak in Blue. Bin gespannt, ob es wirklich Blue ist. Du bist sehr süß. Und Creme Brûlée. Kaffee Creme Brûlée in einer Kaffeetasse. Ichi ist Eis. Ich muss immer Ichi filmen, entschuldige. Gute Nacht. Was für ein Morgen. Ich habe da unten schon einen Krebs gesehen, aber jetzt ist er natürlich weg. Das im Hintergrund ist ein Boot. Zeit für Kaffee. Es ist 7 Uhr früh. Allein. Hallo. Er ist gekommen und wartet darauf, dass es Essen gibt. Der übliche Anblick. Ja, also ich filme gerade Eier Benedikt. Der übliche Anblick. Hallo. Food. Schatz. Food. Schatz. Vogel. Der will hier auf den Tisch, aber er traut sich nicht. Aber er will. Sieht hier in seinen Augen, ich will dieses Brot. Regenbogen. Kann man den noch sehen, wenn ich ranzoome? Ich glaube schon. Cool. Okay, wow, der Regenbogen macht einen Bogen über die Insel. Könnt ihr das sehen? Sieht total geil aus.
tun morgen? Es ist Ebbe. Ich werde gleich hier reinspringen. Hallo, kleiner Freund. Ich habe rangezoomt, deswegen ist die Qualität nicht gut, aber er ist sehr süß. Ich zeige drauf. Ah, Chip. Ach, der Sound der Registrierkasse. So romantisch. Schreiend fliegt der Vogel weg. Ach ja. Da. Hi. Man sieht ihn ganz schlecht, weil die Sonne kommt von hinten. Keine Wolke am Himmel. Das schaffe ich niemals. Ein bisschen pervers ist alles aufeinander. Itchy hingegen wurde empfohlen, doch vielleicht was zu nehmen, wovon man ein bisschen mehr zunimmt. Ich mag einfach nur Joghurt. Da ist nichts Falsches dran. Ich hasse Yoga. Da ist sehr viel Falsches dran. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dieser Vogel... Wo ist meine Hand? Hier. Da ist er. Dieser Vogel ist vollständig gelb. Das kann man leider nicht sehen, denn er hat beschlossen, vor der Sonne zu sitzen. Ich habe es selber noch nicht mal gesehen. Itchy hat mich darüber informiert, dass der Vogel gelb ist. Tja, aber er sieht einfach nur aus wie ein Fleck auf dem Baum. Was? Hab ich verpasst. Das war so klar, ich verpasse alles. Ich möchte jetzt da rein. Übrigens... Ich weiß nicht, ob ich nachher die Gelegenheit habe, es zu filmen, dass man mich auch versteht. Man muss ja immer mein Gelaber ertragen. Da drüben, auf dieser Insel, gibt es ganz viele Landschildkröten und da werde ich nachher rübergehen. Aktuell kann man auch gehen, weil Ebbe ist. Ja, es sind schon wieder ganz viele Leute da, die da immer ankommen und die Landschildkröten besuchen. Und das werde ich auch tun. Vielleicht nachher, wenn Flut ist. Look who's there. Hat er was gekriegt? Ja. Aber doch, das war. Boah. Und ich dachte, ich filme irgendwas Interessantes. Hm? Und ich dachte, ich filme was Interessantes. Hm. Nein. Nur ich traue ich mir Chips essen. Das ist cool. Hm. Geschrei. Wir haben um 18 Uhr hat der Butler Snacks vorbeigebracht. Es stellt natürlich wieder auf den Hintergrund scharf. Scharf? Mm-mm. Nicht scharf. Mm-mm. Gestern war es scharf, ich habe es nicht gefilmt. Scharfes Essen finde ich sehr lecker. Scharfes Essen finde die Chi sehr schlimm. Das aber ist das ist scharf. Doch scharf. Geil. Her damit. Und letztes Dinner auf der kleinen Insel, dann geht's weiter. Ich habe einen Oktopussalat und ihr könnt nichts erkennen. Fischcurry. Haben auch einen netten Weißwein geschenkt gekriegt. Mit Itchy bin ich schon hergekommen. Aber sie sitzt nur noch so ein Blob. Itchy hat wieder Thunfisch. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht richtig. Aber das köstliche Thunfisch. Filet, Steak. Man kann nur Licht sehen. Ach ja. Okay, wir essen jetzt. Ja, ihr seht ja eh nichts. Es heißt Banana Duo und besteht aus karamellisierten Bananen und Itchy hatte das gestern auch und es ist so dunkel. Ihr könnt nichts erkennen, Itchy ist ein hübscher, heller Fleck. Hallo. Der Fleck spricht. Da ist ein Pool, da ist die Nacht. Ihr seht die Kerzen. Ich wünsche euch eine super schöne Nacht, wir sehen uns morgen früh. Jetzt esse ich mein Dessert. Morgen. Ich filme mit der Frontkamera, das passt bestimmt überhaupt nicht mit rein, aber... Ich versuch's mal. Heute ist unser letzter Tag auf Round Island. Die Aussicht kennt ihr ja schon. Und es ist 7 Uhr früh und ich sitze am Pool. Und da springe ich auch gleich rein. Und heute Abend fliegen wir weiter nach Praslin. Ich werde noch im Laufe des nächsten Tages rausfinden, wie man das genau ausspricht.
voll die Schande, dass ich das gar nicht richtig weiß. Also ich würde sagen, es muss Brasler heißen, aber ich glaube, das ist nicht die lokale Aussprache. Und das heißt, heute ist unser letzter Tag hier auf Round Island. Winziger kleiner Insel in St. Anne National Park, direkt vor Mahé, der Hauptinsel der Seychellen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ein bisschen Vorstellung habe ich ja schon. Aber es sieht ja in der Realität dann alles doch immer ganz anders aus. Mir übrigens ist die Sonnenbrille geklaut. Die lag da noch. Ja, guten Morgen. Gleich gibt's Frühstück. Aber erstmal ist Wasser. Jai. Itchy hat einen Vogel von einer Schnur befreit. Eine Fangschlinge. Sehr gut gemacht. Ich muss reden, weil im Hintergrund läuft Musik, sonst wird YouTube das wieder sperren. Hier laufen lustige 90er. Das Domestic Terminal ist das Beste, in dem wir je waren. Schaut euch diesen Coffeeshop an. Die Seychellen sind Platz 49 der afrikanischen Bruttoinlandsprodukt-Wirtschaftsmächte. Was heißt Mächte? Die haben kein Geld. Und dieser Coffeeshop sieht super aus im Verhältnis. Hey, was wir schon erlebt haben. Bali zum Beispiel. Das Domestic Terminal in Bali. Wer da schon mal war, der weiß Bescheid. Ich muss die ganze Zeit reden, sonst wird YouTube das sperren. Itchy liegt. Es gibt sogar Internet. Cool. Ah ja, Twin Otter. Klein. Das wird Sophia gefallen.
Wir sind mittlerweile beim Abendessen angekommen. Ichi hat Steak Tartar gekriegt. Darf ich deinen Kopf filmen? Ich mach's nicht. Sie sieht voll schön aus, aber ich weiß, es ist nicht immer angebracht. Manchmal bin ich es. Stimmt nicht. Wir essen jetzt Fleisch. Ich zeige euch morgen, wie es hier ausschaut, aber gerade ist es dunkel. Tschüss. Ichi hat ein Dessert, das aussieht wie ein Stein. Ich finde, das sieht aus wie ein Bild. Ja. Gefällt mir. Es wird in einem Stein serviert. Ich habe ein Tiramisu. Das ist ziemlich gewöhnlich. Beides ist meine Hand. Gewöhnlich. Oh. Das ist eine Palme. Ich bin albern. Dass ich wütend auf den Fisch bin. Oder war, ist mich wieder wütend. Wurde von einem Fisch verprügelt. Hat ihm gar nichts getan. Ja, das stimmt. Er hat wahrscheinlich erkannt, dass wir alles essen, was sich bewegt, und den Rest vergiften wir. Ich bin vielleicht zu nah an seinen Vorgarten vorbeigeschwommen, aber das hat nichts zu sagen. Überall auf der Welt wurde Ichi schon von diesem Fisch angegriffen. Denn er ist überall, wo wir hinfahren, und immer greift er jemanden an. Ichi. Ich wurde auch mal angegriffen. Irgendwann werde ich ihn essen. Irgendwann. Also, wenn der Picasso Triggerfisch ausstirbt. Guten Morgen. Es ist krass heiß. Ein wolkenloser Tag, voll schön. Hallo, das ist mein Platz. Ich schaukle langsam hin und her. Und das Meer rauscht. Und nachher machen wir einen Ausflug. Und ich mag, wie die Sonne durch Palmzweige scheint. Das ist toll. Und der Urlaub ist noch so lang. Und das tut richtig gut, weil das war echt ein anstrengendes Jahr. Geht euch das auch so, dass ihr es immer gar nicht glauben könnt, wenn ihr Urlaub habt, dass ihr euch denkt, jetzt bilde ich mir doch bloß ein und in Wahrheit sitze ich im Büro? Also ich hoffe, ich sitze nicht in Wahrheit im Büro. Aber ich glaube nicht. Valle de Mai, da oben ist. Die Coco de Mer oder auch einfach Arschnuss. Was Ichi sagt. Das ist übrigens der Grund, warum ich auf diese Insel wollte. Also nicht nur die Arschnuss. Nein, nicht wegen der Arschnuss, sondern wegen diesem Wald. Also dieser Wald ist ein abgeschottetes Tal, das über Millionen von Jahren isoliert war vom Rest der gesamten Bewaldung und allen Pflanzen und Tierarten. Und deswegen gibt es hier Pflanzen und Tierarten, die es nirgendwo anders gibt. Und Deutsche. Und Deutsche gibt es natürlich auch, weil hier kann man ja wandern. Das heißt, es gibt Deutsche. Wie immer, wenn wir wandern gehen, treffen wir Deutsche. Ja, und Deuterrucksäcke. Und Deuterrucksäcke. Jedenfalls, was ich sagen wollte, dieser Wald ist unverändert seit der Jurazeit. Dinosaurier. Geil. Dinosaurier. Ah. Ich will nicht so richtig scharf stellen auf den Dinosaurier. Er ist einfach zu riesig. Riesig. Er ist so süß. Ja, er denkt, ich sehe ihn nicht. Ja, ich lasse dich in Frieden.
Stinkfrucht stinkt. Mir schon die ganze Zeit gedacht, hier riecht's doch irgendwie so. Ich so, da Stinkfrucht. Ich so, ah, es riecht doch so. Sie so, was? Ich hab halt eine schlechte Nase. Und ich hab's nicht gesehen, nur gerochen. Geile Wurzeln, voll cool. Ich glaube, ich habe nicht gesehen. Jetzt bin ich. Hallo. Schönes Ziel. Und da sind wir gekommen. Da ist der Schatz. Auf zum Abenteuer. Auf zum Dinosaurier. Oh. Und jetzt filme ich. Hi. Hallo. Es ist heiß. Ziehen wir uns gar nicht an. Nee. Spitz. Schmeißen wir da hin. Mehr Arschnüsse glänzend im Licht der Sonne. So wie wir. Wir glänzen auch im Licht der Sonne. Eine männliche und eine weibliche Palme. Wow. Ichi, heißt das? Mhm. Aha. Pilze. Sieht köstlich aus. Hab doch gewusst, wir waren schon. Ja. Ist er noch da? Ja. Oh, hallo. Hallo. Ja, da gibt's die. Oh, das ist ein schwarzer Papagei. Von denen gibt es auf der ganzen Welt nur 500. Und alle 500 leben in diesem Tal. Vielleicht ist es falscher Vogel. Das wäre sehr traurig. Moment. Er ist da oben irgendwo. Sieht wunderschön aus. Wo ist er? Da, jetzt fliegt er darüber. Wir haben eine kurze Bewegung auf dem Video drauf. Beweis. Beweis, er war da. Ich habe auch vorher gefilmt. Also, ich weiß nicht, ob es ein schwarzer Papagei war, aber die leben hier. Hi. Pineapple. Ja, Pineapple. Du bist süß. Willst du nicht das fressen, was dir die Itche hingeworfen hat? Nee, lieber nicht, ne? Du sollst es nicht essen. Hi. Na? Was ist hier los, ne? Zwei niedliche Vögel. Oh ja, ich mache ein Foto. Hi. Wollt ihr euch jetzt hauen? Schau. Komm auf die Hand. Komm auf die Hand. Das ist eine gute Hand. Hier ist die Hand. Das wird nie passieren. Nein, es wird nie passieren. Wahrscheinlich fliegt er auf mich zu, ich fange an zu schreien. Okay. Ich mache die Kamera wieder aus. Wahrscheinlich passiert es dann. Ich habe Skink gesehen. Mhm. Übrigens, der Vogel war ein Bulbul. Ich mache jetzt gerade erst das Video an. Der Vogel war ein Bulbul. Kein Papagei. Ich will noch einen Frosch sehen und eine Schnecke. Eine seltene Schnecke. Hier, es gibt einen Ranger-Führer. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Pokémon Snap. Ja, geil. Her damit. Und Itchys Wunschwürde war eine Schnecke. Eine Schnecke. Da. Aber sie schläft. Und noch eine Schnecke. Da drüben ist auch eine. Ich glaube, die mögen es, in den Palmen zu sitzen. Da drüben auch. Ja, da. Siehst du eine, siehst du alle. Wir haben alle Schnecken gesehen. Ja. Super cool. Es ist so heiß. Aber es ist echt schön. Geil. Man sieht voll die Kante. Das ist so viele Millionen Jahre alt. Das ist voll mein Ding. Oh, es ist einer. Echt? Ja, man sieht am Schnabel. Oh, hallo. Ja. Oh. So klingst du also. Oh, es ist schön. Hallo. Das ist der schwarze Papagei. Jetzt hat er sich extra umgedreht. Brüll. Wenn der andere schreit, schreit er lauter.
Und zum Abschluss gibt es noch einen Ameisenhaufen, der an einem Baum klebt. Wir haben vorhin schon ein paar davon gesehen, haben uns gefragt, was das bitte sein soll. Jetzt wissen wir, es ist ein Ameisenhaufen. Wieder was gelernt. Schön war's. Wer ist ein schönes? Die da. Ja, die da. Heute ist Chilltag. Wir haben am Pool gechillt. Jetzt chillen wir am Strand. Da hinten ist der Pool. Itchy zupft mich am Bikini. Da ist der Strand. Siehst gut aus. Sie ist auf meinen Liegestuhl getreten. Nein, na. Ihr seht nicht, was passiert. Kleiner Blick auf Pralin am Nachmittag. Itchy. Get in. Da gehe ich jetzt auch rein. Jetzt sind wir beim Abendessen und ich esse ja gern lokalen Kram. Deswegen gibt es wieder ein Oktopus-Curry, das hier anders ausschaut. Kein Wunder. Und die Itchy hat geile Garnelen. Übrigens, ich darf jetzt den Kopf filmen. Hi Itchy, du siehst super aus. Heute fahren wir mit der Fähre nach Ladik. Hi. Oh, es ist. Wir haben uns übrigens Fahrräder gemietet. Ich versuche gerade meine. Ach ja, jetzt geht's. Hier Fahrräder. Auf dieser Insel gibt es fast keine Autos. Für diese fast keine Autos gab es recht viele. Und man kann überall mit dem Fahrrad umfahren, was voll nett ist. Schau lieber nochmal die Schildkröten an. Wir sind jetzt beim Anse d'Argent. Das ist der ganz berühmte Strand und der ist natürlich voller Menschen. Voller Menschen. Für unsere Verhältnisse voller Menschen, denn normalerweise sind wir alleine. Aber man muss ja mal herkommen. Er ist schon schön, ja. Aber voller Mensch und Zeug. Aber das Zeug ist natürlich, während die Menschen das sind, wovor wir geflohen sind. Ich bin gekommen, um Zeug zu sehen und keine Menschen. Aber man muss einfach mal hier gewesen sein. Wir haben uns in Schatten gestellt, weil es fucking heiß. Itchy hat was gebaut. Es ist total niedlich. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber es ist wichtig. Das kriegt noch eine Krawatte. Ja, alle Wichtigen haben eine Krawatte. Perfekt. Voll gut. Nicht so viel zu. Itchy singt über eine Koralle, die irgendwie eklig aussah. Ich glaube, das war ein Pilz. Nee, das war eine Koralle. Ameisenhaufen. Ameisenhaufen, kann das sein. Das Böse. Das Böse in Person. Das ist wieder so. Da lebt eine große Krabbe. Shiny. Ja, shiny. Itchy hat eine Katze gefunden. Ich finde diese Gesteinsformation sehr interessant. Tatsächlich sehr. Aber es gibt auch ein Kätzchen. Ja, man sieht es auch da. Jetzt muss ich ran. Da.
Wir sind übrigens mit dem Rad hergefahren. Das sind super gute Räder. Die können sogar bremsen. Oh, voll gut. Und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Insel an, dann fahren wir nach Hause mit dem Boot. Der Strand ist übrigens auf dem Gelände einer Vanilleplantage. Hier wächst die Vanille und da wird sie getrocknet. Und alles riecht nach Vanille. So ein bisschen. Heiß. Itchy hat einen Freund gefunden, denn der Freund kaut Cracker. niemand weiß es. Oh, ihr zwei seid toll. Was auch toll ist, ist das da unten. Alles gut? Auf das Video, wie ich es euch gesagt habe. Also wir sitzen am Flughafen. Ich habe versehentlich eine Schere mitgenommen. Ja, die haben sich hier echt Mühe gegeben, Security Check. Ja. Tschüss, kleine Schere, du hast mich sehr lange geleitet. Ja, tja. Mein Spiel machen. Und da draußen rührt schon unser kleines Flugzeug. Dann startet einfach eine halbe Stunde früher, weil sie Bock haben. Finde ich gut. Das mag ich an kleinen Flugzeugen. Ich aus, aber natürlich werden meist auch, was sonst das Synonym oder die Spreise frei. Angekommen. Und der Schlüssel funktioniert nicht. Also ist der Butler gerade und holt einen neuen. Ach ja. Ich liebe es hier. Da gehe ich gleich rein. Hi, jetzt beginnt der Urlaub so richtig. Ich liebe diese Villen. Hi. Und ganz da hinten im Daybed ist Itchy. Ihr könnt das Daybed nicht mehr sehen. Es ist ein eigener Turm. Yes, das Leben ist gut. Geil, jemand weiß, dass ich Champagner mag. Ja. Den muss ich allein trinken. Wie viel ist das? Ein knapper Liter. Party, harte Party. Du bist so hübsch und passt voll auf die Couch. Das ist genau die Farben. Echt? Ja. Und weißt du was? Schöne Haare. Danke.
Hi. Hallo. Hallo. Chill. Klick. Champagne o'clock. Cheers. Am Strand. Muss ich wahrscheinlich nicht extra dazu sagen, denn es ist ziemlich eindeutig. Das ist so ein schöner Strand. Ich liebe den. Ihr habt den schon gesehen vor 2 Jahren, wenn ihr unser Reisevideo 2016 auf die Seychellen angeschaut habt. Ich schaue hingegen lieber das Beachmenü an, denn es gibt Pizza. Wir sind jetzt japanisch essen. Edamame. In so einem netten Straßending. Du siehst sehr gut aus mit dem Licht im Hintergrund. Sieht super schön aus, wie kleine Sandwiches. Edgy hat ein super kunstvolles Dessert. Das ist mein Lieblingsessen. Ist es ein Stein? Kann ich es essen? Aber guck. Es ist essbar. Das ist übrigens auch, glaube ich, eine Hommage an die Arschnuss. Aus meiner Perspektive. Ich habe eher so, es ist eine Variante von Mochi. So, es sieht halt normaler aus. Hi. Hi. Das war super lecker. Ich hatte ein Zimteis, ich musste nachfragen, was es war. Es war eine Erleuchtung. Ich bin kein Fan von Zimt und kein Fan von Eis. Aber das hat... Ich weiß nicht, es ist einfach so. Aber das war unglaublich. Das war wirklich eine Erleuchtung. Das war, da hat jemand so viel von dem verstanden, was er da tut. Das war so ein würdevolles Eis. Tolles Erlebnis. Zu Hause. Hallo, schönes Bett. Hallo, schöne Ichi, die da gerade vorbeigelaufen ist. Hi. Hallo. Guten Morgen, Eier Benedikt. Mm. Guten Morgen, Geier. Oh, die beiden. Dieser Saft ist schöner als ich. Tust du. Ja, er ist halt schön. Hi, ich habe leider nichts dabei, aber ich könnte morgen was dabei haben. So. Ich habe jetzt voll rangezoomt und ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht richtig erkennen, aber da hängt ein Fruitbat, ein Flughund. Wo ist mein Finger? Da. Hier ist er. Schnell scharf. Da hängt er. Oh, ist auf dem Video voll null der Mehrwert, aber er ist da.
war's. Wow, kommt auf der Kamera voll schön. Sieht in Real Life nicht so lila aus, aber auch schön. Und irgendwie goldener. Meine Kamera ist komisch. Alles schön. Wir sind wieder beim Sushi-Essen gelandet und jetzt gibt's scharfe Jakobsmuscheln. Und Augen. Und es gibt Augen. Ah, rechts. Ja, Soßenaugen. Wir schauen dich an. So kann das Leben doch aussehen. Eine kleine Blume. Meine große Blume. Und dies hier. Matcha. Die Ichi hat das, was ich gestern hatte. Matcha. Das ist so lecker. Das ist mein bewusstseinserweiterndes Eis. Mann, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Aber jetzt mal Matcha probieren. Ah, das romantische Geräusch des Rasenmähers. Beach Day. Keine Fehler. Keine Fehler. Ich bin auch schon eingecremt. Echt? Ja. Das ist sehr. Aber nur ein bisschen. Zur Erläuterung, wir wollen schnorcheln gehen und Sonnencreme vernichtet Korallen. Das heißt, ich creme mich nur so weit ein, wie es irgendwie gar nicht anders geht. Ich habe mich so weit eingecremt, wie ich bisher Sonnenbrand gekriegt habe. Tja, vielleicht cremst du dich einfach da ein, wo die Sonne hinkommt und wo du es unbedingt brauchst. Also ich creme mich mal da ein, wo ich schon Sonnenbrand habe. Ja, das ist eine gute Idee, habe ich auch gemacht. Ja, schauen wir mal. Siehst gar nicht verbrannt aus, du siehst gut aus. Wir wissen, der Sonnenbrand ist hinten. Heute gibt es Kantonesisch. Mm, nice. Wir führen gerade ein intensives Gespräch, ich kann gar nicht allzu lange filmen. Mm, Fleisch. Wir sind jetzt beim Dessert angekommen. Ichi hat ein Spiegelei. Mit Zucker. Das ist ein Sticky Rice mit Mango. Wo ist Ichi da? Es ist dunkel. Das ist echt süß. Und ich habe wieder diesen geilen Matcha-Cake. So lecker. Und es ist ein total schöner Abend. Und da ist der Mond. Der kommt auf dem Video ganz unspektakulär. Aber das Geile an diesem Kuchen ist, dass er so ist wie ein Lava-Cake. Nur mit Matcha. Das ist echt mega. Da. Stellt nicht scharf, aber ihr habt es gesehen. Das ist ein Crab Melt, also ein Sandwich mit ganz viel Krebsfleisch. Ich sehe es hier unter dem Käse versteckt. Geil. Wie geht's dir heute? Gut. Mein Ananas Marmelade. Geht ja gar nicht. Schmeckt aber gut. Pein. Alles mit Ananas. Kann nicht so falsch sein. Das ist der Blick vom Spa. Und ich hatte gerade die tollste Massage. Und jetzt bin ich eins mit mir und allem anderen. Und da unten fliegt ein Falke. Und noch einer.
Man sieht sie auf der Kamera nicht, aber das sind Stingrays im Wasser. Es ist Ebbe. Da sitzt sie. Flughund. Und noch einer. Irgendwie ist das Licht heute cool. Jetzt auch nicht. Irgendwie cool. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera auch so geil raus. Beach Saft. Alles gut. Ich chill hier so rum. Ich habe versucht, einen schönen Hintergrund zu finden, aber dadurch, dass wir uns unter den Baum gechillt haben, hat man nicht den freien Blick aufs Meer. Ich gehe da gleich rein. Es geht weiter. Gefrorenes Obst. Es stellt scharf. Ja, es stellt scharf. Sehr scharf. Ich war im Wasser. Pizzazeit jetzt. Wasser. Pizza. Nice. Sunset watching. Noch sind wir allein. Kommen bestimmt noch eine Menge Leute. Oder auch nicht, weil so viele Leute gibt es hier nicht. Das ist ein Vogel über dem Meer. Könnt ihr den sehen? Vielleicht ist es auch ein Flughund. Letztes Frühstück, gleich checken wir aus. Heute Nacht hat es voll krass geregnet. Und ich dachte mir so, ja, lass die Sachen noch schön zum Trocknen draußen hängen. Brrr, Regenwaldregen. Und jetzt kommt die große Frage. Gibt es einen Flieger? Ich bin zuversichtlich. Denn ich hatte echt viel Ärger mit diesem Flieger. Unscharf. Bye, bye. Vielleicht sehen wir uns hier mal wieder. Das war ja schon das zweite Mal und das war wirklich mal wieder ganz wunderbar. Auf zum Flughafen.